So, jetzt hier die von mir schon angekündigten Stuttgarter, die Weltmeister, die hier leider ein bisschen unterbrochen werden. Da gibt es einen Zwischenapplaus. Das stört natürlich die Konzentration etwas. Gerade zum Auftakt dieses Finals ist das nicht sehr gelungen. Aber jetzt zweiter Anlauf für Benedetto Ferruccia und Claudia Köhler, die an der Vorrunde gestürzt sind. Es gibt aber keine Abzüge, wenn man gleich wieder hineinfällt, vor allem wenn man stolperte über andere Füße. Das kann passieren. Sie haben sich zum Glück nicht verletzt und jetzt wollen sie hier wieder die German Open gewinnen, zum dritten Mal in Folge. And then I saw you the corner of my eye. A little girl alone and so shy. Spielen. Sie hören genau hin und wollen interpretieren, was sie hören. Das ist vielleicht der Unterschied zu den anderen Paaren, die nur zur Musik tanzen. Nein, sie versuchen mit der Musik zu spielen, die Akzente zu interpretieren, darauf zu reagieren. Benedetto Ferruccia und Claudia Köhler nach der kleinen Unterbrechung mal anfangen. Jetzt eine wundervolle Darbietung. Ich hoffe, das hat sie nicht zu sehr aus dem Konzept gebracht. Claudia guckt für meine Begriffe noch ein bisschen verunsichert, aber das wird sich mit Sicherheit legen, denn sie sind die Favoriten, sie wissen, was sie können und sie sollten hier ganz oben auf dem Treppchen stehen, wenn alles gut geht. Und das war bisher die beste Darbietung, die wir an diesem Abend gesehen haben. Wunderbar, die Topline, die Armhaltung, sehr stabil, sehr geschmeidig, dicht zusammen das Paar. An den Hüften kleben sie förmlich zusammen. Bei Paaren, wo man durchschauen kann, das dann leichte Abzüge. Diese beiden sind aber wirklich eine Einheit. Da ist auch die Balance im Paar praktisch ein Paar. Sie sind ein Guss. Sie haben einen Körperschwerpunkt für zwei Menschen. Das ist Standardtanzen in Perfektion.